Ja, hallo, ich bin Raik und ich bin eigentlich Arzt und jetzt auf dem Weg zum Sprecher. Wie hast du Patrick kennengelernt? In der Klinik, in der ich auch gelegentlich tätig bin, gibt es eine Kollegin und sie hat in der Golden Voice Academy schon den Kurs gemacht. Und sie hat mich darauf hingewiesen, dass es eben diese Möglichkeit gibt und ich war dann doch sehr schnell begeistert davon und habe mich eingeschrieben. Was war dein erster Eindruck von der Golden Voice Academy? Ja, ich habe mich sehr darüber gefreut, dass es so einen kompakten Kurs gibt und damit eben die Möglichkeit, auch als Quereinsteiger damit anzufangen. Ja, weil ich schon sonst mir vorgestellt habe, da muss man über Jahre irgendwas machen. Und die Idee, jetzt innerhalb von Monaten in so einem kompakten, gut strukturierten Kurs vorwärts zu kommen, das hat mich begeistert. Warum bist du letztendlich Sprecher geworden? Ja, es ist so, dass mich das Sprechen schon von jeher begeistert. Und ich hatte nur vorher habe nie die Möglichkeit gesehen, mich in diese Richtung weiterzuentwickeln. Also mit der Kenntnis von der Golden Voice Academy war dann für mich klar, okay, jetzt gibt es diese Möglichkeit, also habe ich mich auf den Weg gemacht. Was hat dich an deiner Situation genervt? An meiner Situation hat mich in dem Sinne nichts genervt, jetzt in einer beruflichen Situation. Aber ich muss sagen, mit dem Wissen, dass es diese Möglichkeit gibt, Sprecher zu werden, habe ich noch mal gespürt, das ist für mich noch attraktiver. Ich möchte unbedingt diesen Weg gehen und ja, deshalb bin ich jetzt auch dabei, das zu tun. Was hat dich nachts wach gehalten? Ja, zum Glück hatte ich keine schlaflosen Nächte, aber ich muss sagen, die Chance, von zu Hause aus zu arbeiten, ist auch aufgrund meiner familiären Situation sehr attraktiv. Was war deine größte Sorge vor der Sprecherausbildung? Meine größte Sorge war, dass ich vielleicht doch nicht gut genug bin, dass ich vielleicht einfach nur eben Freude dran habe, aber das nicht ausreicht, um daraus einen Beruf zu machen. Und ja, das war so für mich wichtig, das auch relativ schnell zu erforschen. Wie lange hat es gedauert, bis du die ersten Ergebnisse sehen konntest? Ja, es war so, dass ich nach einigen Monaten sehr erfreut war, dass ich einen Spiegel-Bestseller einsprechen durfte. Welche Erfolge hast du mit uns erreicht? Ja, also bisher ist es so, dass ich dieses Hörbuch eingesprochen habe, diesen Spiegel-Bestseller. Und ansonsten bin ich jetzt intensiv betreibe ich sehr intensiv Akquise. Wie fühlt es sich an, einen Auftrag zu sprechen? Also ich merke, dass ich dann schon sehr viel Adrenalin im Blut habe, einfach weil es mir so wichtig ist, ne? Weil ich gerne für den Auftraggeber das beste Ergebnis erzielen möchte, was mir möglich ist. Und weil das Sprechen ohnehin meine Herzensangelegenheit ist, bin ich maximal aktiviert. Wie reagiert dein Umfeld auf deine Entscheidung, Sprecher zu sein? Ja, mein unmittelbares Umfeld ist erfreut, weil meine Familie zum Beispiel weiß, dass mir das sehr wichtig ist und die unterstützen mich intensiv dabei. Was war dein größtes Learning in der Sprecherausbildung? Mein größtes Learning war, dass ich gelernt habe, wie es möglich ist, einen Text sehr lebendig und auch sehr differenziert emotional zu sprechen. Was war der beste Moment für dich in der Sprecherausbildung? Ja, das kann ich jetzt gar nicht so entscheiden. Also es gibt da viele sehr gute Momente, auch wenn ich hier bin in der GVA, ne, in Kontakt mit Patrick, mit euch. Da bin ich einfach natürlich begeistert, auch hier sein zu dürfen. Und immer, wenn ich einen neuen Schritt gemacht habe, wenn ich merke, die Texte klingen noch ein bisschen besser, dann bin ich einfach davon sehr erfüllt. Wie hast du dich durch die Sprecherausbildung verändert? Ja, das ist eine sehr spannende Frage, weil ich glaube, dass ich als Arzt bisher meine Emotionen mehr kontrolliert habe, auch aufgrund der Rahmenbedingungen. Und es ist so, dass ich jetzt, glaube ich, immer mehr lerne, diese Emotionen deutlicher auch auszudrücken. Und das ist auch wirklich ein Lerneffekt, der Zeit braucht. Wie fühlt es sich an, Teil der Golden Voice Academy Community zu sein? Ja, ich fühle mich sehr wohl und verbunden, auch wenn wir uns in den Live-Calls nicht persönlich sehen, aber es gibt ja auch persönliche Kontakte immer wieder und ich fühle mich sehr gut in diese Community eingebunden.